Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die Welt. Heute ist der 23. Dezember 2020. Ja, und die Frühlingssonne scheint, hätte ich beinahe gesagt. Nein, das ist die Wintersonne. Sie in einer roten Farbe ein bisschen sich im Schnee widerspiegelt. Also es ist wirklich ein wunderschöner Tag heute. Und die Baumspitzen der Birken, du kannst das bestätigen, die stehen momentan gerade in einem goldenen Licht, während der untere Teil noch im Schatten liegt, liegt aber am Berg hier. Ich würde dir keinesfalls widersprechen, das stimmt. So ist es recht. Ja, und der See liegt vor uns, die Luft ist verhältnismäßig klar und der See ist in einem dunklen Stahlblau, grauschattierend, es changiert, wie du immer so schön sagst. Und siehst du dort die Silberspitzen blitzen? Ich sehe die Silberspitzen blitzen, ich bin ganz begeistert, ja. Herzliche Grüße vom Silbersee. So ist es. So. Viele Themen. Wir haben einen Tag vor Weihnachten. Es weihnachtet auch sehr, wenn man anfängt, sich so ein bisschen innerlich zur Ruhe zu setzen. Dann spürt man vielleicht so die Erinnerungen der Kindheit an Weihnachten. Und gerade diese Gefühle sollte man auch zulassen, um die Verbindung mit dem Himmel herzustellen. Und währenddessen man das also alles versucht so zu verinnerlichen, laufen die Meldungen hier eine nach der anderen. Ich möchte aber anfangen mit einem Video, das gerade wieder mal viral geht, Andreas. Und zwar ein Video, du hast es auch gesehen, das also berichtet von einem Leak in Kanada im Parlament, wo also preisgegeben wird, was auf die Menschheit für Zwangsmaßnahmen zukommen, mit Internierungslagern, die wieder mit KZ-Lagern verglichen werden, was ich schon unverantwortlich finde. Aber ein wirklich angstmachendes Video von Dr. Rashid Bhatta in englischer Sprache. Es gibt aber auch schon deutsche Übersetzungen. So. Und wir bekommen das zugeschickt von vielen besorgten Lesern aus dem Kanal und die sagen, Hilfe, Hilfe, was kommt da auf uns zu? Und wir haben dieses Video analysiert und folgendermaßen ist das zustande gekommen. Dieser Herr Dr. Bhatta steht vor der Kamera und liest von einem Blatt ab, dass wir das ganze Video über nicht zu sehen bekommen. Und er sagt, er habe eine E-Mail bekommen von einer Frau, die er offenbar nicht kennt. Die heißt Denise. Mehr wissen wir auch nicht. Und er sagt, und diese Frau habe ihm diesen Leak zugeschickt, wo also eine geheime Aufnahme angeblich gemacht worden sei im Parlament. Und dann liest er halt diese ganzen Gruselgeschichten vor. Leute, das ist der Stoff, aus dem Verschwörungstheorien gesponnen werden. Es ist doch logisch, wir haben weder eine verlässliche Quelle, ich habe kein Papier gesehen, ich habe keinen zuverlässigen Namen gehört von irgendjemandem, der für diese Information auch gerade stehen würde, wenn man ihn fragen und zur Rechenschaft ziehen würde, sondern es klingt für mich so wie der Schwager von meiner Oma, dessen Vetter und da die Enkeltochter, die glaubt, etwas gehört zu haben. Ja, die Sensationsjunkies haben Hochkonjunktur. Ich bekomme hier auch täglich irgendwelche Mails und dann stehen irgendwelche Daten drin und diejenigen, die mich anschreiben, das ist lieb gemeint, die sagen, das und das steht da drin, du musst da genau aufpassen, achte mal drauf, was da passiert, das ist ganz dramatisch. Das Erste, was wir machen, ist eine Quellenrecherche. Das heißt, ich prüfe, wer ist die Quelle? Und dann komme ich an eine Quelle ran und dann werde ich diese Quelle selbst mal aufrufen und recherchieren und dann steht da drin, die Seite ist im Aufbau. Man weiß also überhaupt nicht, mit wem man es zu tun hat. Und wir haben momentan eben halt eine Sensationslust auch in der alternativen Szene und die ist mehr schädigend als förderlich. Das bedeutet wirklich, ich muss das mal deutlich sagen, Wichtigtuer, die der Meinung sind, sie haben irgendetwas gehört, ohne ordentlich zu recherchieren und es wird erst einmal rausgehauen. Wir hatten uns damals über Miriam Hope unterhalten beispielsweise, um auch einen Namen zu nennen, wo gesagt wird ganz klar, ich habe hier einige Daten, ich weiß nicht, ob sie stimmen, aber ich gebe sie erst einmal raus. Ihr müsst jetzt selbst recherchieren, ob sie stimmen. Das ist eine unseriöse Handlungsweise, die den Menschen niemals gerecht wird und auf demselben Niveau
anzuordnen ist, wie es beispielsweise die Zahlen sind, die wir vom Robert-Koch-Institut teilweise bekommen, unkritisch vom Tagesspiegel oder es, gestern habe ich im Tagesspiegel gelesen zum Beispiel, da wurden die Toten aufgezählt, die an Corona gestorben waren und es war über ein Foto war damit eingesetzt mit einer gelb unterlegten Farbe und so weiter. Das ist wirklich Propaganda pur und das finden wir jetzt immer mehr auch in der alternativen Szene und das ist schädlich. Also schaut euch bitte künftig an, wenn ihr solche Videos bekommt. Wo kommt die Information her? Gibt es dafür gesicherte Quellen? Das ist wirklich Punkt 1 und Punkt 2 und Punkt 3 auch. Schauen, wo kommt das her? Wer steht für die Information gerade? Und vor allem in dieser Zeit, wo wir jetzt echte Probleme haben, Wahrheit und Lüge unterscheiden zu wollen und müssen, bringt so etwas nicht nur Aufregung und Verirrung und Verwirrung, sondern, und das ist das, was ich wirklich am allermeisten denen vorwerfe, die sowas verbreiten, es schürt unendliche Angst. Die Menschen sind doch schon unter Angst. Es reichen doch schon die ganzen Auswüchse da in Berlin von Politikern und von Chef-Virologen und so weiter, die also von Toten über Toten über Toten fabulieren, die einfach nicht da sind. Und die Menschen sind schon wie gelähmt und an viele kommst du überhaupt nicht mehr heran. Aber das, Leute, geht nicht. Und damit sind wir beim nächsten Thema und das ist Bodo Schiffmann. Andreas, der hat ein Video gestern veröffentlicht und bittet um Hilfe. Ja, es war sehr erschütternd gestern und wir möchten das gerne hier gleich mit als einen der Topics hier ansprechen heute. Das ist nämlich sehr wichtig, denn ich habe Bodo Schiffmann selten so aufgewühlt erlebt, auch an dem Bildschirm, an seiner Kamera. Und er hat ja nun eine ziemliche Karriere hier hingelegt in Sachen des Kampfes für Gesundheit und für die Menschlichkeit. Und mittlerweile ist es doch schon so, dass er in eine große Schwierigkeit gerät. Und wir sehen der Druck, der ausgeübt wird, dass die Mediziner, die dem Eid des Hippokrates verpflichtet sind. Das war um 400 vor Christus, wo beispielsweise Hippokrates festgelegt hat, dass der Arzt letztlich eigenverantwortlich ist, individuell für jeden Patienten. Und der Arzt mit dem Patienten gemeinsam in Form einer Anamnese, also einer Befragung und all die Dinge regelt, um zum Beispiel eine Maskenbefreiung zu bekommen. Das kann ein Arzt entscheiden und es gibt keine Pauschalbeurteilungen. Das ist genau wie mit der Impfung, dass man die Gruppen einsetzt von 20- bis 40-Jährige und 60- bis 90-Jährige und so weiter und die werden dann geimpft oder nicht. Es ist immer eine Frage der Individualität. Gibt es irgendwelche persönlichen Einschränkungen? Gibt es irgendwelche Allergien und so weiter? Jeder Fall einer Impfung muss individuell besprochen werden. Das klagt Bodo Schiffmann ein. Völlig korrekt. Aber jetzt geht es um eine Pauschal Plattmachung in unserem totalitären Strukturen, die wir hier an der Kante eindeutig erkennen können, dass man sagt, stopp, alle, die das gemacht haben, die werden jetzt letztendlich der Lüge bezichtigt und man versucht, ihnen die Approbation zu entziehen. Und er wird mit Klageandrohungen und mit allen möglichen Dingen überhäuft. Und es wird langsam so eng, dass er sogar darum gebeten hat, dass man ihm eventuell und auch seinen Kollegen sagen kann, wo er eventuell im Ausland unterkommen kann. Das geht also schon um die Suche nach einem Unterschlupf und das erinnert wirklich an die finstersten Zeiten. Ich glaube nicht, dass er Ausland gesagt hat. Er braucht überhaupt Unterschlupfmöglichkeiten, er und seine Leute. Okay. Also Dr. Bodo Schiffmann, der ist ja hat einen Platz in der Klinik Sinsheim, Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Auch dort ist er schon in Problemen. Das heißt, dass er da vielleicht auch raus muss, ihm gekündigt wird. Sein Bankkonto ist ihm gekündigt worden. Wie gesagt, die Approbation könnte ihm zumindest für eine Weile stillgelegt werden. Das heißt Existenzverlust mit anderen Worten. Und wie du sagst, er ist aufgelöst. Und ich stelle das Video jetzt gleich nochmal ein. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, findet ihr das Video etwas weiter oberhalb dieses Podcastes. Und wer zu Weihnachten, wer überhaupt generell noch spenden möchte. Ich denke, es ist sinnvoll, ihm da vielleicht zu helfen. Ja, also es ist so, wir haben fast 170.000 Abonnenten. Ich meine, wenn jeder jetzt 1 Euro, das ist natürlich ein theoretisches Modell, spenden würde, dann wären das natürlich schon 170.000 Euro. Das wäre natürlich gewaltig. Das wäre eine Idee,
Aber wenn einer etwas könnte, natürlich diejenigen, die Geld haben, dann möchten wir uns schon dafür stark machen, ihn an dieser Stelle hier deutlich zu unterstützen und auch die Gruppe, die jetzt als Querdenker gelten und plötzlich einer extremistischen Gruppierung zugeordnet werden. Das erinnert wirklich an finstere Zeiten. Und wenn man die unterstützt, dann ist das eine richtige Quelle. Jo, also jetzt springen wir in die USA rüber und da ist ja immer noch alles offen, was die Wahl angeht, auch wenn es schon viele Leute gibt, die Joe Biden und Kamala Harris gratulieren als künftige Präsidenten und Vizepräsidenten. Und Präsident Trump steht nach wie vor wie eine Eins vor Kameras, vor seinen Leuten, hinter seinen Leuten. Und er und einige Abgeordnete sagen, also wir werden mit Beweisen zurückschlagen. Er erhält enorme Unterstützung aus der eigenen Partei. Das wird jetzt offenbar immer deutlicher. Ein Abgeordneter, Barry Moore heißt er, sagte beispielsweise, für mich hat Donald Trump die Republikanische Partei verändert. So viele von uns haben in der Vergangenheit im Wahlkampf durch ihn profitiert. Jetzt braucht er uns und es ist Zeit aufzustehen. Das ist ja offenbar ein Prinzip, Andreas, das im Moment deutlicher wird. Viele haben sich eingesetzt für, zumindest nach ihrer Ansicht, die Wahrheit. Und dann gibt es aber einen Moment, in dem die anderen zurückgeben müssen, die die ganze Zeit auch eine Art Kräftebeleihung, Stärkebeleihung daraus gezogen haben, wie zum Beispiel die US-Bürger von US-Präsident Trump oder eben auch, nehmen wir nochmal Schiffmann, die Menschen, die also seinen Worten gefolgt sind, geschlürft haben, die Informationen, sich ein eigenes neues Weltbild schaffen konnten. Und jetzt aber auch in die Bewegung kommen sollten, müssten, um zu helfen. Das heißt mit anderen Worten, an keinem geht die Forderung mehr vorbei, sich selber auch in Bewegung zu setzen. Genau, und wir dürfen eines nicht vergessen, viele Menschen können Donald Trump wirklich dankbar sein und seiner Administration. Es geht nicht nur um Donald Trump, sondern es geht um eine Administration. Wir dürfen nicht vergessen, er ist lediglich in Klammern der Kopf, der versucht, diesen Sumpf trocken zu legen und hat alles beim Roulette nennt man es oder beim Pokern all in. Er hat also alles reingegeben. Er hat sein gesamtes Leben im Prinzip dort reingegeben für sein Land. Und er wird einfach nur nach wie vor gebasht. Und mal abgesehen, ich habe gerade von Dieter Nuhr gestern was gesehen. Es war wirklich auch unterirdisch. Das war einfach nur so ein Bashen von Donald Trump. Es ist eigentlich sehr schade, dass Menschen, die über einen gewissen Sachverstand verfügen sollten, auch in dieser pauschalen Bashing-Aktion einfach so mit einmarschieren. Es ist wirklich schade. Aber es gibt eine Wechselwirkung. Und die Wechselwirkung müsste sich jetzt für Donald Trump aussprechen. Viele Menschen müssten erkennen, auch jetzt schon, auch wenn es erst in den Geschichtsbüchern in 100 Jahren oder in 50 Jahren wahrscheinlich bekannt wird, welcher Mann Donald Trump tatsächlich eigentlich war und was dieser Mensch durchstehen musste. Und jetzt geht es wirklich darum, dass die jetzt noch hinter ihm stehen, nicht abfallen. Es geht nicht darum, dass sie Menschen sich in Gefahr bringen sollen, aber sie sollen ihm auch die Energie schicken und sie sollen sich gerade auch in den USA tatsächlich für ihn einsetzen. Und ich glaube, ganz viele auch Demokraten sind tatsächlich in der Situation, dass sie sagen, also eigentlich stehe ich auch hinter ihm. Man traut sich nur nicht, weil wir haben eine Parteiendemokratie und da gibt es eine Parteienvorgabe und wer nicht mitspielt, der fliegt halt raus. Es geht um die Angst vor der eigenen Verelendung und das ist der Schwitzkasten, in dem sich alle befinden. Donald Trump versucht das aufzulösen und aus diesem Grunde braucht er jetzt die Energie. Ja, er hat auch eine legendäre Rede gehalten, die ist heute in Deutsch veröffentlicht worden und es ist mir zugeschickt worden von einem unserer Leser und ich hatte ihn dann gefragt, Mensch, wie kommt man denn an den Text, dass wir beide vielleicht jetzt hier im Podcast nochmal da reinlesen können? Das Ganze war vor etwa einer Stunde und er hat gesagt, mit einem bestimmten Programm der Spracherkennung würde er versuchen, das für uns zu machen und hat es gerade zugeschickt. Das heißt, ich gehe da jetzt gleich mal rein. Prima vista, wie man so schön sagt. Aber ich versuche hier die eigentlich wichtigen Dinge rauszuziehen. Während du das dann kommentierst gleich, Andreas, gucke ich da weiter vor. Also er hat sich an die amerikanischen Mitbürger gewandt, der derzeit amtierende US-Präsident Donald Trump,
und hat gesagt, heute möchte ich Ihnen erklären, warum ich so entschlossen bin, jede legale und verfassungsmäßige Option zu verfolgen, um den Diebstahl der Präsidentschaftswahlen zu stoppen. Als Präsident ist es eine meiner feierlichsten Pflichten, die Integrität Ihres heiligen Rechtes zu wählen und zu schützen. Und dann ein kurzes Stück weiter sagt er, in diesem Jahr haben die Demokraten in den wichtigsten Swing-Staaten unter dem Vorwand des Virus illegal gegen ihre eigenen Bundesgesetze verstoßen, um Betrug in einem Ausmaß zu ermöglichen, zu fördern und zu erleichtern, wie es in der Geschichte unseres Landes noch nie vorgekommen ist. Und weiter sagt er, jetzt hat sie es gerade wieder verstellt, einen Moment. So, weiter sagt er, Moment, ich hab's gleich. Die Wahrheit ist, dass wir die Wahl mit einem Erdrutschsieg gewonnen haben. Wir haben sie haushoch gewonnen. Heute werde ich Ihnen die Fakten geben, die jeder Amerikaner wissen muss. Und dann führt er die ganzen Fakten, Uhrzeiten, was passiert, in welchen Staaten, zu welcher Zeit. Er sagt dann, wir gewannen auch Ohio, Florida, Iowa mit historischen Vorsprüngen. Was bedeutet, dass Biden der erste Kandidat seit 1960 und der zweite Kandidat in der amerikanischen Geschichte sein würde, der das Weiße Haus gewinnt, während er alle drei dieser wichtigen Staaten verliert. Und es war nicht einmal knapp. Er sagt, mit Joe Biden an der Spitze verloren die Demokraten 25 von 26 zu vergebenden Sitzen im Repräsentantenhaus. Das ist ein Rekord, sagt er. Die Demokraten sollten 15 Sitze gewinnen und stattdessen verloren sie aufgrund seines, also Trumps Erfolg und der Coattails, wie sie es nennen, 14 Sitze. Stellen Sie sich vor, so Trump, Sie wollten haushoch gewinnen und haben am Ende haushoch verloren. Meine Kampagne erhielt mehr Stimmen als jeder andere Präsident der Geschichte. Fast 75 Millionen Menschen haben für mich gestimmt. Wir haben etwa 12 Millionen Stimmen mehr erhalten als 2016. Der größte Stimmenzuwachs für einen amtierenden Präsidenten, der je aufgezeichnet wurde. Ja, ich denke, die Sache ist relativ klar, aber wir kennen natürlich auch diese Dinge und er wiederholt sie natürlich, weil er nicht aufgibt. Er ist eine Kämpfernatur und er sagt, es geht übrigens gar nicht darum, dass wir uns jetzt hier für Trump stark machen. Das wird uns natürlich dann mit Sicherheit gern nachgesagt. Nein, es geht darum, dass wir so etwas haben, was wir Wahlen nennen. Und wenn die Menschen sich in einer Wahl für eine Person entscheiden, dann gilt es, das anzuerkennen. Und wenn dann offensichtliche Manipulation und Betrugsvorgänge nachzuweisen sind, dann muss man einfach am Ball bleiben. Man kann natürlich auch aufgeben. Er hat so viel Geld, er kann auch einfach sagen, ich höre auf und gehe wieder zurück zum Golfspielen, alles ist gut. Aber er kämpft da auch für sein Land. Aus meiner Sicht ist das schon wirklich historisch. Ja, er spricht dann darüber, dass Joe Biden während des Wahlkampfs seinen Keller kaum verlassen hätte und trotzdem meint, dass er als Sieger aus diesen Wahlen hervorgegangen ist. Trump zählt dann einige Dinge der vergangenen 7 Wochen auf. Erstens wurde gezeigt, dass Beamte in praktisch jedem Schlüssel der Swing States schamlos ihre eigenen Bundesgesetze verletzten, um die Wahlverfahren zu ändern. Da gibt er viele Beispiele dafür. Dann spricht er über die Briefwahlstimmen, die beweisen, dass in den Schlüsselstaaten Hunderttausende von illegitimen Stimmzetteln gezählt wurden. Und drittens, hier lesen wir mal rein, Hunderte und Aberhunderte von Zeugen sind gekommen, um unter Strafe des Meineids über den Betrug und den Schwindel, die sie mit ihren eigenen Augen sahen, zu bezeugen. Zeugen haben geschworen, dass sie Wahlhelfer sahen, die illegal Tausende von Stimmzetteln zurückdatiert und viele Stimmzettel, die sie mitgebracht hatten, ausgezählt hatten und auch öfter und Kisten von Stimmzetteln ausgeladen haben, die alle die gleiche Unterschrift trugen und natürlich alle für Joe Biden ausfielen. Andere Zeugen, sagt Trump, haben ausgesagt, dass sie Tausende von sogenannten unberührten Stimmzetteln ohne Falten oder Fehler gesehen haben, die alle für Biden stimmten.
Weiter heißt es, wenn man keine Falte hat, bedeutet das, dass sie nicht verschickt wurden. Es bedeutet, dass es ein Betrug war. Und er zählt weitere Aufnahmen auf von Sicherheitskameras aus Georgia beispielsweise, wo Beamte gezeigt werden, die den Wahlbeobachtern sagen, den Raum zu verlassen. Das haben wir alles so Step by Step hier auch berichtet. Und sie dann die Koffer mit Stimmzetteln unter den Tischen hervorziehen und stundenlang weiterzählen. Und dann sagt Trump, der Grund, warum sie gezwungen wurden, den Raum zu verlassen, war, weil es hieß, es gäbe einen großen Wasserrohrbruch. Der Wasserrohrbruch, so Trump wörtlich, hat nie stattgefunden. Es gab keinen Wasserrohrbruch. In vielen Fällen wurden republikanische Wahlbeobachter physisch aus den Räumen entfernt. Darüber hinaus gibt es die zutiefst beunruhigenden Angelegenheiten der Dominion-Wahlsysteme. Allein in einem Landkreis in Michigan wurden 6000 Stimmen von Trump auf Biden umgeschaltet. In Texas ist der Einsatz von Dominion-Systemen gar nicht erlaubt. Wie ich bereits dargelegt habe, haben wir in überwältigender Anzahl Beweise für den Wahlbetrug aufgedeckt. Nichts davon hätte jemals in den Vereinigten Staaten von Amerika geschehen dürfen. Es ist eine Schande für unsere Republik. Ja, es ist beeindruckend, wie er da letztendlich am Ball bleibt und gebetsmühlenartig wiederholt, wie die Zusammenhänge sind, damit das Land, das eigene Land, das ihn auch groß gemacht hat, wie er sagt, das ihm die Möglichkeiten geschaffen hat, dass er sich überhaupt so entwickeln konnte, auch als Unternehmer. Wir dürfen nicht vergessen, er ist auch ein Immobilienhai, das ist er nun mal gewesen. Damit ist er groß geworden. Das klingt natürlich jetzt sehr destruktiv, aber diese gesamte Art und Weise unseres Systems ist natürlich wirklich in dramatischen Rahmenbedingungen gefangen, wo diese Dinge möglich sind. Aber er hat sich jetzt besonnen und ist seit einigen Jahren tatsächlich dabei und kämpft jetzt für sein Vaterland. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das sehr beeindruckend, weil die Dinge alle ganz offen liegen mittlerweile. Und wenn dann tatsächlich die Gerichte diese Dinge ablehnen, dann bedeutet das, dass die Rechtsstaatlichkeit sich wirklich verabschiedet. Und das ist tatsächlich nicht mehr autoritär, sondern diktatorisch, wenn die Trennung der Staatsgewalten nicht mehr vorhanden ist. Ja, ich will noch die weiteren Worte hier kurz zitieren und bin wirklich dankbar, dass dieser Leser uns da so schnell hier helfen konnte. Also es ist wirklich großartig. Also es heißt hier weiter, die Manipulation der 2020-Wahl, sagt Trump wörtlich, war nur der letzte Schritt in den jahrelangen Bemühungen der Demokraten und der Medien, den Willen des amerikanischen Volkes zu stürzen und unsere Bewegung mit allen Mitteln zu zerstören. Jedes Mittel ist recht, so Trump. Seit Monaten und in der Tat Jahren vor der Wahl konspirierten die Medien, die Tech-Giganten und die Partei der Demokraten offen, um die amerikanische Öffentlichkeit zu täuschen. Anfang dieses Jahres wurde ohne jeden Zweifel bewiesen, dass Joe Bidens Familie Millionen von Dollar aus der chinesischen kommunistischen Partei erhielt. Andreas, das scheint so eins der ersten Male zu sein, dass Trump das so offen ausgesprochen hat. Ja, diese Verbindungen natürlich zu China sind mehr als deutlich und wir können jetzt gespannt sein, wie damit die Gerichte umgehen. Denn das sind ja schon massive Unterstellungen, die, wenn sie nicht stimmen würden, natürlich auch für ihn juristische Konsequenzen haben könnten, kann ich mir vorstellen. Also er kann so etwas nicht behaupten, öffentlich in einer Rede an das amerikanische Volk, diese Rede findet in der ganzen Welt Beachtung, er kann nicht behaupten, wenn er sich nicht sicher ist. Und er sagt hier explizit, Joe Bidens Familie hat Millionen von Dollar aus der chinesischen kommunistischen Partei erhalten. Ja, und ehrlich gesagt, wir haben es ja schon im Wahlkampf immer wieder diskutiert, nachdem dieser Laptop, dieser Computer von Hunter Biden gefunden wurde. Und da waren ja die gesamten Dinge auch als Beweise vorhanden. Aber es interessanterweise redet niemand mehr darüber. Und man wundert sich, woher der Staatsanwalt sein Unwesen treibt. Ja, und Joe Biden, US-Präsident Trump sagt weiter, doch die Medien und die Tech-Unternehmen arbeiteten zusammen, um diese Informationen vollständig zu zensieren. Unser Land hat nicht länger eine freie Presse. Es ist eine Presse der Unterdrückung. Es ist eine Presse
bei der die Wahrheit niemals ans Licht kommen wird. Das ist, muss ich ehrlich sagen, für mein Journalistenherz wirklich wichtig, so etwas von US-Präsident Trump in dieser Klarheit nochmal zu hören. Und ich bin fest davon überzeugt, die Geschichtsbücher werden einstmals blutig wiedergeben, was hier in dieser Zeit der Dunkelheit passiert ist. So, weiter. US-Präsident Trump sagt, es ist der größte und schockierendste Skandal um einen Präsidentschaftskandidaten in der modernen Geschichte. Aber Umfragen zeigen, dass die Hälfte derjenigen, die für Joe Biden gestimmt haben, noch nie von dieser Geschichte gehört haben. Dies ist nicht das erste und einzige Mal, dass die Medien und die Biden-Kampagne schamlos das amerikanische Volk belogen haben. Sie beharrten wiederholt darauf, dass wir nicht vor Mitte nächsten Jahres, jetzt geht's um Covid-19, einen Impfstoff gegen das China-Virus produzieren würden. Und doch haben wir bereits vor Ende des Jahres 2 Impfstoffe mit zig Millionen Dosen in der Verteilung und weiteren Hunderten von Millionen auf dem Weg dorthin genehmigt. Andreas, die Frage ist, Moment, er sagt noch weiter, das wird als ein großes medizinisches Wunder bezeichnet. Alleine in diesem Sinne haben die Medien und die Partei der Demokraten das amerikanische Volk belogen, um zu versuchen, die Wahl zu stehlen. Trump hat natürlich viele immer wieder mit seiner Speedwarp-Aktion verunsichert und irritiert. Die sagen, Mensch, also wenn er sich selber nicht impfen lassen will, wie er das ja oft gesagt hat und überhaupt ein Impfkritiker ist, dass er das hier so schnell durchgezogen hat. Aber da scheint es ja um das Big Money zu gehen. Naja, es geht hier vor allem um eine extreme Stresssituation, in dem sich die gesamte USA befinden. Das ist ja eigentlich entscheidend. Das heißt, hier geht es gerade darum, ob der alte Präsident bleibt oder der neue kommt. Aber das sind nur Personen, sondern es geht tatsächlich um das Umlegen eines Hebels. Tatsächlich, ob Amerika aufgegeben wird oder eben halt noch wieder eine Zukunft hat, indem man versucht, sich wieder zu festigen. Und das, was er da macht, wenn er über diese Impfung spricht, das heißt ja nicht, dass er jetzt ein Impfbefürworter wäre für sich, aber er möchte den Menschen, er ist nämlich offenbar einer, der sagt, wir sind liberal, tatsächlich freiheitsliebend, jeder soll selbst entscheiden, ob er geimpft wird. Es wird eben keinen Impfzwang geben. Das ist, wie wir es hier bei uns in Nova Scotia hatten. Das heißt, viele Menschen hier werden sich, wo wir hier leben in Kanada, impfen lassen, freiwillig, weil sie es wollen, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Aber als es um das Thema Impfzwang ging, wurde sofort eine Radiosendung nach außen getragen und man hat gesagt, wer ist dafür, wer ist dagegen. Die Mehrheit hat sich dagegen ausgesprochen und aus diesem Grunde hat man entschieden, dass es keinen Impfzwang gibt hier zum Beispiel, genau wie kein 5G. Und das kann man einfach so machen. Das heißt aber nicht, dass man den Menschen eine Impfung verweigert, wenn sie sie haben wollen. Und genau das macht Donald Trump hier auch. Die Menschen sind ja so gehirngewaschen, was diese momentane Impfhysterie anbelangt, dass er, wenn er dieses Spiel ausschließt jetzt im Moment, damit sich sofort auch in das Ansehen ausschießt der Bürger, weil die sagen, wir brauchen das ja, wir dürfen nicht vergessen, wenn Menschen in Angst sind, sogar in Todesangst, durch Propaganda, durch die Massenmedien, die er angreift, dermaßen reingedrückt wurden, dann wollen sie den Impfstoff, um irgendwie zu überleben. Und dem will sich Donald Trump nicht entgegenstellen, auch wenn er das selbst vermutlich sehr viel kritischer sieht. Ja. Weltweit sind ja viele Menschen von den Medien wundgeschossen worden in die Angst hinein und warten tatsächlich händeringend auf einen Impfstoff, der, wie wir an dieser Stelle hier schon oft nun berichtet haben und alles untermauert mit Expertenaussagen, die sich inzwischen auch ohne Probleme in öffentlich-rechtlichen Medien und auch kommerziellen Medien äußern, sehr kritisch und sagen, Vorsicht, Vorsicht, all das haben wir hier schon berichtet, aber dieser Impfstoff wird eingesetzt weltweit und wird also als großes Heilmittel angepriesen, obwohl wir wissen, dass damit weder eine Herdenimmunität hergestellt werden kann, da widersprechen sich die Politiker nämlich, weil sie sagen, ja, also dieser Impfstoff ist in erster Linie eigentlich dazu da, dass die Leute, wenn sie krank werden, dass der Verlauf nicht so schwer ist. Nein, aber dass die dann nicht mehr infektiös gegenüber anderen Menschen sind, nein, das ist leider nicht so. Ja, aber wie kann man das als Kanzlerin sagen oder als Gesundheitsministerin, Minister, oh sorry, und gleichzeitig
sagen, wir müssen aber jetzt so lange impfen, bis eine Herdenimmunität hergestellt ist. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, wir hatten gestern mal einen kurzen Ausschnitt aus einem, glaube ich, RTL-Frühstücksfernsehen, wo ein Arzt, Sat.1, Frühstücksfernsehen, wo beispielsweise ein Arzt interviewt wurde, der ganz klar gesagt hat, diese Impfung ist ein Menschenversuch, ein Menschenmassenversuch und man kann überhaupt noch nicht einschätzen, welche Nebenwirkungen sind. Und viele glauben zum Beispiel, dass Nebenwirkungen so, wenn in 3, 4 Wochen keiner gestorben ist, dann gab es offenbar keine. Nebenwirkungen können nach Jahren oder Jahrzehnten noch auftreten. Deshalb ist es so extrem wichtig, diese Vorgänge der Untersuchungen und der Testungen, bevor man dieses Ding einsetzt, nicht zu teleskopieren, also zusammenzulegen, sondern tatsächlich nacheinander abzuarbeiten, was dann eben halt 10 Jahre dauert. Und wenn man sich dorthin stellt und sagt, jetzt von Seiten der Wissenschaft oder der Pharmaindustrie, ja, wir haben es jetzt eben geschafft durch unsere modernen Entwicklungen, dass wir es in wenigen Monaten schaffen, solche Impfstoffe herzustellen. Nein, dazu war man auch in den 60er Jahren schon in der Lage. Die Frage ist, man kann die Konsequenzen und die Nebenwirkungen nicht einschätzen. Und das zieht man einfach konsequent durch. Und das ist abenteuerlich. Immer mehr Fragen danach. Und wenn das sich durchsetzen würde, das war gestern für mich so ein Hoffnungsschimmer mit diesem Arzt, könnte es sein, dass das Ganze ein Rohrkrepierer wird, wie die Warn-App über die Infektionsnähen, die man hat zu irgendwelchen anderen Leuten. Ja, man hat ja auch vor 10 Jahren, als die Schweinegrippe das große weltvernichtende Thema war und es hieß Pandemics und man muss also jetzt geimpft werden, auch da sind die kritischen Stimmen so laut geworden, dass man diese vielen Millionen Impfstoffdosen dann irgendwo, ich weiß nicht, wie man sowas entsorgt, aber Tamiflu, das waren die Medikamente und dieses Pandemics war, glaube ich, dieser Impfstoff. Und das musste dann alles entsorgt werden, weil man es entlarvt hatte als hysterische Panikmache. Und ganz beispielhaft in diesem Zusammenhang ist auch ein Interview, das der Leiter des Berliner ARD-Büros für Investigativressorts, also NDR und WDR, Markus Grill gegeben hat im ARD-Nachtmagazin. Also gut, es war jetzt nicht 20 Uhr, da hätten es mehr Leute gesehen, sondern im ARD-Nachtmagazin, wenn die meisten schlafen. Aber immerhin, und Markus Grill hat also, er ist von der Moderatorin gefragt worden zu dem Thema, also so eine bedingte Notzulassung für den Impfstoff, weil mit einer solchen Notzulassung ist er ja in Umlauf gebracht worden jetzt. Und er sagt, ja, die EU-Kommission kann in Fällen, also in Notfällen, wenn kein Medikament oder Impfstoff vorhanden ist, kann es eine bedingte Zulassung erteilen. Das heißt, die Zulassung gilt zunächst einmal für ein Jahr und in einem Jahr versucht man eben weitere Daten, weitere Informationen über diesen Impfstoff zu gewinnen. Also zu fragen, ist er wirklich so effektiv, wie er sich am Anfang gezeigt hat? Und sind die Nebenwirkungen wirklich so gering, wie sie sich am Anfang gezeigt haben? Deswegen eben nur eine bedingte Zulassung. Und da sagte die Moderatorin, also es könnte doch auch sein, dass sich in einem Jahr herausstellt, dass der Impfstoff doch gefährlich ist. Und da antwortet der ARD-Investigationsleiter, das könnte sich schon herausstellen. Es war ja zum Beispiel bei dem Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix auch so, dass sich erst im Laufe der Jahre gezeigt hatte, dass er eine schwere Nebenwirkung bei wenigen Leuten haben kann, eine sogenannte Narkolepsie. Und deshalb wurde der dann auch wieder zurückgezogen, beziehungsweise die Zulassung. Ja, und das ist natürlich eine Aussage, so etwas transkribieren wir sofort, das wird archiviert. Wir haben also schon ein fettes, dickes Archiv mit derartigen Aussagen, um irgendwann denjenigen, die Geschichtsbücher schreiben wollen, wenn es dann kein Internet mehr gibt, zur Seite zu stehen und zu sagen, hier sind die Unterlagen. Andreas, das sind ja immer sehr erfreuliche Entwicklungen, wenn man denn doch sowas hört. Ja, also man merkt natürlich schon, dass auch einige mitdenkende Journalisten, es geht ja nicht um ein Pauschal-Bashing von Journalisten, sondern es geht um das Mediensystem, was eben halt solchen Journalisten, die frei denken und sich eigene Gedanken machen wollen und ihrer Arbeit entsprechend gerecht werden wollen, dass die eben halt rausgeschmissen werden oder eben halt gemobbt werden. Das ist ja unser Hauptproblem. Und ich bin auch sehr froh, dass wir eben halt solches
Archiv hier eben in Schriftform angelegt haben. Natürlich nicht bei uns im Haus. Da sind wir natürlich auch sehr vorsichtig, denn da denken wir natürlich auch schon ein bisschen mit. Aber es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man eben halt diese Daten hat, denn daraus lässt sich nachher eine wunderbare Struktur zusammenstricken, die außerordentlich wichtig ist für die Geschichtsbücher, eventuell auch für die juristischen Maßnahmen, die gegen die heute noch bewunderten Politiker eventuell eingeleitet werden. Das würde mich nicht wundern. Also es hat mal Prozesse gegeben in Bayern, in Franken, und ich muss ehrlich sagen, irgendwann kommt mir so, dass es da wieder drauf hinauslaufen läuft könnte, wenn ich das sehe, was hier gerade abgeht. Ja, das werden die späteren Zeiten zeigen. Ich will nur noch, jetzt kommen wir noch einmal kurz zu US-Präsident Trump zurück. Er sagt zum Schluss dieser Rede: Unsere Wahlen müssen fair sein, sie müssen ehrlich sein und sie müssen transparent sein und sie müssen zu 100% frei von Betrug sein. Wir haben diese Wahl mit einem grandiosen Erdrutschsieg gewonnen und die Menschen in den Vereinigten Staaten wissen das ganz genau. Überall demonstrieren sie, sie sind wütend, sie sind verängstigt. Wir können nicht zulassen, dass eine völlig betrügerische Wahl Bestand hat. Gott segne sie, Gott segne Amerika. Ja, das sagt Trump in dieser Rede, das ist wirklich sehr spannend. Und es gibt eine Veröffentlichung des amerikanischen Historikers Professor Gordon G. Chang, und ein weltbekannter Buchautor, der sich immer wieder mit Chinas Weltrolle beschäftigt. Und der hat ein Essay veröffentlicht beim Gatestone-Institut. Und da wollen wir auch mal kurz reinlesen. Er spricht also von den Gefahren, also die Überschrift heißt: China flutet Amerika mit Spionen. Und er bringt das Beispiel, das hatten wir hier auch schon vor wenigen Wochen, Andreas. Da geht es um einen Politiker, Eric Swalwell, kalifornischer Demokrat, der ein Verhältnis hatte mit einer Frau, einer Chinesin, die ihn, wie es heißt, in die Honigfalle gelockt hat. Eine Agentin, wie es heißt, des Ministeriums für Staatssicherheit Chinas, auch bekannt als Christine. Hier wird sie Fang genannt. Und während er im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses saß, hat er sich mit ihr getroffen. Sie hatte ihn wohl kontaktiert und es heißt, die beiden hätten über längere Zeit ein Verhältnis gehabt. Und das nennt er hier nochmal. Er sagt, also der Professor Chang: Angesichts der Notlage sollte Washington sofort alle chinesischen Operationsbasen in den USA schließen, einschließlich der 4 verbleibenden Konsulate Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco, und das Personal der Botschaft erheblich reduzieren. Die Botschaft braucht in Wirklichkeit nur den Botschafter, seine unmittelbare Familie und sein persönliches Personal, nicht Hunderte, die derzeit dort arbeiten. Und er sagt, Chinas New Yorker Konsulat zum Beispiel sei eine ausgewiesene Spionagezentrale. James Olson, ein ehemaliger Leiter der CIA-Spionageabwehr, schätzte konservativ in Anführung, dass China mit den Worten der New York Post mehr als 100 Geheimdienstmitarbeiter hat, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Stadt operieren. New York City sei unter Beschuss wie noch nie zuvor. Und weiter schreibt er, wird Peking seine Spione einfach in chinesische Banken und Unternehmen verlegen, die in den USA tätig sind? Wahrscheinlich, aber das wird Zeit brauchen und in jedem Fall kann Washington auch die Schließung von nicht-diplomatischen Außenstellen anordnen. Also er ist ganz fast panisch, also er äußert sich natürlich in gemäßigtem Ton, aber der Inhalt seiner Worte wiegt schwer. Er sagt, Chinas Einfluss, Geheimdienst, Infiltrationsversuche überwältigen Amerika. Angesichts der Notlage sollte Washington alle Basen schließen. Und China hat Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Agenten in den USA, die Amerikaner in der Politik und anderen Bereichen, die für China wichtig sind, identifizieren, präparieren, unterstützen, beeinflussen, kompromittieren und korrumpieren. Da wiegen natürlich die Worte Donald Trumps heute in seiner Rede
doppelt schwer, wenn er sagt, dass Joe Biden von der Kommunistischen Partei Chinas Millionen von Dollar bekommen hat. Ja, ich erinnere mich gerade an eine Zeit vor ungefähr fast 20 Jahren. Da hatte ich einiges zu tun in Texas im Finanzdienstleistungsbereich und habe dort einige Unternehmen bewertet. Und da ging auch damals schon in Texas, das war damals in der Barnett-Shell-Region, eine Thematik rum, dass in Houston eine Zentrale wäre in Texas, von wo aus tatsächlich ganz viele chinesische Einflüsse stattfinden, auf die Unternehmen, auf die Konzerne, bis in die Buchhaltung rein. Das war damals schon ziemlich bekannt. Es wird jetzt immer deutlicher. Was wir hier hören, ist ja ein Stoff, den ja kein James Bond bringen könnte, weil das ja dem Ganzen noch bei weitem überflügelt. Und wir sehen hier tatsächlich, wie diese Dinge tatsächlich nach oben kommen. Und vor allem auch, wie über diese langfristigen Strategien, dass da beispielsweise junge Studenten schon in Universitäten in USA eingeschleust werden und werden während dieser Maßnahmen dann eben entsprechend zu Spionen gemacht. Und man weiß, es gibt ja in China ein Recht, wo es so ist, dass jeder Chinese auf Anordnung der politischen Führung automatisch zum Spion gemacht werden kann. Das ist eine Verpflichtung des chinesischen Bürgers, dass wenn der Staat sagt, die kommunistische Partei in diesem Fall sagt, du wirst jetzt für uns für eine Spionage eingesetzt, dass er sich nicht verweigern darf und das entsprechend zu tun hat. Und die Chinesen haben einen sehr, sehr starken Patriotismus zu ihrem Staatssystem und sind dazu auch bereit. Und wir sehen ja, in welchen Dimensionen das jetzt offenbar stattfindet. Ja, Professor Chang gibt hier einen Überblick, einen Einblick in die Strukturen der chinesischen kommunistischen Partei. Und hier heißt es zum Beispiel, also es bestätigt genau, was du sagst, jeder Student ist ein potenzieller Agent, denn alle stehen unter dem gesetzlichen Zwang, Spionage gegen die Vereinigten Staaten zu betreiben. Die Artikel 7 und 14 von Chinas Nationalem Geheimdienstgesetz von 2017 verpflichten jeden chinesischen Bürger auf Verlangen zu spionieren. Darüber hinaus kann sich kein chinesischer Bürger einer Aufforderung zum Spionieren oder zum Begehen einer anderen Handlung im Top-Down-System der Kommunistischen Partei widersetzen. Es überrascht nicht, dass China systematisch seine Staatsangehörigen für die Sammlung von Informationen einsetzt und diplomatische Einrichtungen nutzt, um sie zu kontrollieren. Fang, also diese Agentin zum Beispiel, war in Kontakt mit einem Diplomaten, der verdächtigt wurde, ein Agent des Ministeriums für Staatssicherheit zu sein, der im Konsulat in San Francisco stationiert war. Dieses Konsulat beherbergte sogar eine vom FBI gesuchte Flüchtlinge. Und dann bringt er das Beispiel, wie die also sich dann am 24. Juli den US-Behörden gestellt hat, nachdem sie einen Monat zuvor in die Sicherheit des Konsulats geflohen war. Sie wird verdächtigt, Verbindungen zum chinesischen Militär zu verheimlichen, während sie als Biologieforscherin an der Davis-Universität von Kalifornien arbeitet. Und also er bringt hier noch einige, viele Beispiele, die wirklich besorgniserregend sind. Zum Schluss sagt Professor Chang in diesem Artikel, meine Antwort ist, dass es in Amerikas Interesse liegt, seine Unternehmen aus diesem Land herauszuholen, sowohl aus moralischen als auch aus anderen Gründen. Der Verlust der konsularischen Unterstützung wird ein weiterer Grund für sie sein, ihre Koffer rasch zu packen. Chinas Spione überrennen Amerika und weniger drastische Maßnahmen haben versagt. Es ist daher an der Zeit, etwas Effektives zu tun. Ja, man spürt also, wie eng dieser Zeitrahmen jetzt geworden ist und das Zeitfenster, um dieses eventuell noch abzuwenden. Wobei die Frage ist, ob man das überhaupt kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Chinesen komplett militärisch strukturiert sind. Und das nicht nur beim Militär, sondern auch bei den Banken und bei allen Unternehmen und bis in die Schulen hinein. Wenn wir uns mit dem Film Alphabet auseinandersetzen, wo Professor Dr. Gerald Hüther eine maßgebliche Rolle auch spielte als wissenschaftlicher Berater, dann sehen wir, wie die Menschen dort abgerichtet sind, zu ihrer Vaterlandsliebe verpflichtet. Und das geht so weit, dass man von einem Spion, von einer Studentin beispielsweise erwartet, dass sie mit irgendeinem Mann ins Bett geht, um bestimmte Dinge in Gang zu bringen, die eben halt dem Vaterland dienen. Da wird überhaupt nicht hinterfragt, ob das passt oder nicht. Also die Menschlichkeit ist dabei komplett auf der Strecke geblieben. Man merkt also, mit welchem Gegner
die USA hier zu tun haben. Das heißt, eine hoch ausgebildete militärische Struktur von Menschen, die wie Roboter mittlerweile arbeiten. Und das ist natürlich schon wirklich eine ernste Situation. Und wenn wir dann wissen, dass Joe Biden mit und sein Sohn quasi mit diesen Rädelsführern dieser ganzen Situation tatsächlich direkt in massiven Kontakt sind und da Millionen geflossen sind, das ist nicht neu, was da läuft. Und er offenbar tatsächlich auch diese Kontakte immer weiter auf- und ausbaut, dann kann das natürlich gigantische Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort und auch für den politischen Standort USA haben. Ich möchte jetzt mal etwas ganz Wichtiges sagen. Wir kennen auch einige chinesische oder chinesischstämmige Menschen, Bürger, die wunderbar sind. Also es ist sehr gefährlich, es ist natürlich wichtig, dass man über die Dinge redet, aber es ist sehr gefährlich, jetzt alle über einen Kamm zu scheren. Natürlich ist es nicht ganz einfach, wenn man denkt, wenn jeder Bürger Chinas spionieren muss, dann weiß man ja nie, aber man muss auch die Dinge mit der Empfindung weiter begleiten, wenn man mit chinesischen Kollegen oder so zu tun hat. Obacht geben, länger leben, ganz klar, wachsam sein, aber auch keine Verurteilungen vornehmen. Das ist mir jetzt auch ganz wichtig. Ja, natürlich ist es gut, dass du das nochmal sagst, aber ich hoffe auch, hatte gehofft, dass dieser Eindruck auf keinen Fall entsteht. Das bezieht sich natürlich jetzt auf diese Agentenstruktur, die dort hinter gerade diskutiert wurde. Und wir wissen ja auch, welchen Widerstand es in China selbst gibt gegen die Politik, die ja auch mit großen Schwierigkeiten zu tun haben. Und ich habe selbst auch über die Falun Gong-Bewegung mal geschrieben im Rahmen meines Interviews, welches ich mal zum Thema Organtransplantation, Organhandel und so weiter gebracht habe, denn da spielt ja China auch eine Riesenrolle. Was ich damit meine, ist, die Systeme der politischen Strukturen sollen entmenschlichen und das schaffen sie natürlich nicht bei allen. Übrigens sollen die das natürlich auch in anderen Staaten dieser sogenannten demokratischen Systeme, die ja demokratisch genannt werden, aber mehr an eine Junta erinnern. Also in Deutschland geht es ja auch darum, die Leute in die Hörigkeit zu bekommen. Also das sieht man ja sehr deutlich anhand der Infektionsschutzgesetze, die zurzeit gerade hier als Ermächtigung aufgebaut wurden. So, und es gibt eine weitere Meldung, wo man erkennen kann, wie und mit welchen Mitteln, die ihm überhaupt zur Verfügung stehen, US-Präsident Trump kämpft gegen den Einfluss Chinas. Und zwar hat er Verdienstmedaillen verliehen. Das ist die Verdienstmedaille der Legend of Merit. Das ist ein militärisches Abzeichen. Und das hat er verliehen an amtierende und ehemalige Staatsoberhäupter Australiens, Indiens und Japans. Und damit hat er die Mitglieder der von den USA geführten sogenannten Quad-Allianz geehrt. Diese Quad-Allianz, es sind vier Länder, USA, Australien, Indien und Japan, die wurde geschaffen schon vor Jahren, um Pekings Einfluss im asiatisch-pazifischen Raum entgegenzuwirken. Und diese prestigeträchtige militärische Auszeichnung wurde also dem indischen Premier Modi, dem australischen Premier Morrison und Japans Ex-Premier Shinzo Abe am Montag überreicht. Ja, und es geht hier darum, das informelle Bündnis, das also in den 2010er Jahren gegründet wurde, aufgrund von Streitigkeiten zwischen Canberra und Neu-Delhi und das seitdem weitgehend ruhte, jetzt wieder zu aktivieren. Also Trump versucht das schon länger, nicht erst seit vorgestern. Man fördert und hat auch die letzten Jahre damit verbracht, eine erneute Zusammenarbeit zu fördern und militärische Übungen im asiatisch-pazifischen Raum mit Blick auf China. Zum Beispiel hat man sich vergangenen Monat getroffen zu dreitägigen Marineübungen vor der indischen Küste und führte ein Arsenal von Zerstörern, Fregatten und anderen Kriegsschiffen vor. Und Außenminister Pompeo hat also während des Treffens im Oktober das Bündnis als einen Weg bezeichnet, der Herausforderung zu begegnen, die die Kommunistische Partei Chinas für uns alle darstellt. Pompeo prangerte die chinesische Regierung für Ausbeutung, Korruption und Zwang an. Das Ganze hat Russia Today veröffentlicht und Peking hat das
wiederholt verurteilt, was die USA dort machen, also auch mit diesen Militärübungen. Man hat die US-amerikanische Machtdemonstration als absichtliche Provokation bezeichnet und Washington aufgefordert und die Verbündeten, ihre Mentalität des Kalten Krieges aufzugeben. Andreas, Sie haben natürlich nicht über Ihre Strategie von RCEP gesprochen. Das scheint ja offenbar jetzt ein Gegenprojekt zu sein. Naja, es ist zumindest auffällig, dass jetzt genau diese Verdienstordenverleihung stattfindet, kurz nachdem die RCEP gegründet hat. Zur Erinnerung, das ist also ein Freihandelsabkommen in Fernost, wo eben tatsächlich die ganz großen Staaten dabei sind, die großen Player. Dazu gehören eben halt auch Japan oder Australien oder auch aus Indien. Das sind ja extrem bevölkerungsstarke Gebiete. Man darf nicht vergessen, dieses RCEP umfasst über 3 Milliarden Menschen. Das ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist also kein kleiner Stiefel, der hier läuft. Und wenn die beispielsweise untereinander sich gerade neu ordnen, um einen neuen Industriestandort zu ordnen, wir sehen in China wieder gefeiert wird in Wuhan und die Maskenpflicht weg ist, während wir hier im Westen gerade die Wirtschaft komplett zerstören, speziell die mittelständischen Unternehmen, die ja die Garanten unserer Wirtschaftsordnung eigentlich waren und dieser Zentralismus jetzt groß wird und jetzt in dieser Form plötzlich Donald Trump dort reingeht, gerade Japan. Japan ist ja auch in einem Konflikt mit den Inseln, mit China und Indien ist natürlich auch in einem gewissen Konkurrenzverhalten, weil Indien ja mittlerweile auf dem Weg ist, China, was die Menschheit, die Population anbelangt, zu überholen, sogar noch mehr werden als die Chinesen. Also genau dort jetzt nochmal reinzustreuen, diese Verdienstorden. Man sieht hier deutlich, in welcher kriegerischen Auseinandersetzung mittlerweile die gesamte Welt sich befindet, wenn man weiß, dass China natürlich auch die Seidenstraße baut und so weiter, die Außenhandelsüberschüsse der USA haben. Und nochmal die Frage natürlich jetzt, die Industrie aus China abzuziehen, die amerikanische, um zurückzugehen in die Heimat, das wäre natürlich quasi eine Kriegserklärung. Also ich bin manchmal ganz froh, dass wir hier leben an der Ostküste. Ja, im Wald, ganz ruhig. So, wir kommen zur nächsten Meldung, die bleibt noch ganz kurz in den USA. Da gab es ja in der letzten Woche einen Cyberangriff und wie es jetzt heißt, reichte der bis ins Finanzministerium. Das hat jedenfalls der demokratische Senator Ron Wyden gesagt, also bis ins Finanzministerium in Washington. Die Hacker hätten dort möglicherweise wichtige Codes zur Verschlüsselung an sich gebracht. Und da gab es eine Anhörung hinter verschlossenen Türen. Und die amerikanische Regierung hatte in der vergangenen Woche eingeräumt, dass es diese Cyberangriffe auf mehrere US-Ministerien gab. Dabei wurde die Software des US-Unternehmens SolarWinds eingesetzt. Nach Rücksprache mit den Geheimdiensten machten Außenminister Mike Pompeo und Justizminister Bill Barr, der war es da noch, Russland für die Cyberattacke verantwortlich. Aber US-Präsident Trump hat in seinen letzten Reden nicht ausgeschlossen, dass China hinter diesen Angriffen stecken könnte. Ja, wir sehen hier jetzt auch an dieser Stelle, wie durch diese Veränderung mit Joe Biden, den man ja jetzt hofiert, mit allen Ecken wird er ja unterstützt, dass auf gar keinen Fall Donald Trump dagegen geht, dass man parallel dazu natürlich schon wieder das alte Feindbild Russland wieder aktiviert. Ganz speziell geht es da ja auch um diesen Syrien-Konflikt, weil Russland beispielsweise geholfen hat, den Menschen dort in Syrien, aber man sagt ja eben halt von westlicher Welt, Menschen darf man helfen, aber nur dann, wenn sie eben halt in der Opposition sind von dem Sadat, von dem Präsidenten von Syrien. Aber man hat eben halt allen das gegeben. Und jetzt geht schon wieder ein neues Russland-Bashing hoch. Man baut das Feindbild wieder weiter auf. Wir sehen das mit Nord Stream, was dort läuft. Wir sehen das jetzt schon wieder mit diesen Cyberangriffen. Also wir sehen das mit Nawalny. All diese Dinge sehen schon wieder in ein Ablenkungsmanöver raus, dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen, man darf nicht vergessen, die Arsenale der Waffen sind voll. Und man kann nur hoffen, dass man sie nicht einsetzen will, sondern vor allem nur transportieren. Vielleicht auch irgendwie da entsorgen, aber die Kriegsangst muss jetzt aufrechterhalten werden und das sind natürlich schon bewegende Situationen. Ja, Polen, eine Nachricht aus Polen. Wer hätte das gedacht, mit welchen Informationen dort jetzt gearbeitet wird?
Polen hat den sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram gedroht mit saftigen Geldstrafen, wenn die weiterhin Beiträge der Nutzer zensieren, weil sie politisch nicht korrekt sind. Und damit schraubt sich Polen natürlich in der Anerkennung von Freidenkern ganz weit hoch, die Wert legen auf Meinungsfreiheit. Und es gibt da jetzt also ein neues Gesetz und ein Verstoß gegen dieses neue Gesetz kann mit bis zu 1,8 Millionen Euro bestraft werden. Justizminister Ziobro, ich habe es mit Sicherheit falsch ausgesprochen, hat in einer Pressekonferenz angekündigt, dass eine Geldstrafe eben jetzt sehr schnell ausgesprochen werden kann. Es geht um den Schutz der Meinungsfreiheit. Und Personen, deren Beiträge zensiert wurden, haben das Recht, sich bei der betreffenden Plattform zu beschweren, die innerhalb von 24 Stunden darauf reagieren muss. Der Nutzer hat anschließend 48 Stunden Zeit, eine Petition an das Gericht zu senden, um die Zulassung der gesperrten Inhalte zu erwirken. Das neue Gericht soll die Petition innerhalb von 7 Tagen prüfen. Und falls das Gericht zugunsten des Nutzers entscheidet und die Social-Media-Plattform die Inhalte nicht wiederherstellt oder die Sperrung des Kontos nicht aufhebt, wird sie vom polnischen Amt für elektronische Kommunikation mit einer Geldstrafe von bis zu 1,8 Millionen Euro belegt. Und dieser ganze Prozess wird laut dem Justizminister online stattfinden. Die Opfer, sagt er, ideologischer Zensur würden von Social-Media-Plattformen zu Unrecht unterdrückt, nur weil sie Ansichten äußern und sich auf Werte beziehen, die aus der Sicht von Gemeinschaften inakzeptabel sind. Weiter sagte er, der Nutzer von sozialen Medien muss das Gefühl haben, dass seine Rechte geschützt sind. Auch darf es keine Zensur der Sprache geben. Meinungsfreiheit und freie Diskussion sind das Wesen der Demokratie. Andreas, das ist ja das, was US-Präsident Trump auch versucht. Der übt ja auch schweren Druck auf die Social-Media-Plattformen aus. Und es ist erstaunlich, dass Polen sich so entscheidet. Ja, das sollte weltweit Schule machen. Und darf man eines nicht vergessen, es hat einen symbolischen Charakter bei Polen. 1,8 Millionen sind für ein Big-Tech-Unternehmen wirklich auch keine wirklich große Nummer. Zumal sie natürlich an den Strukturen des Finanzsystems direkt dranhängen, der Nichtregierungsorganisationen, der eigentlichen Regierungen, die ja die Regierungen wiederum mehr oder weniger zumindest handhaben. Also an der Kante muss man da vorsichtig sein. Was hier viel deutlicher wird für mich, ist eben halt, dass die Spaltung in allen Staaten offenbar komplett vollzogen wird. Teile und Herrsche funktioniert auch dort. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, dass Polen natürlich sehr stark mit USA in Verbindung steht und sich auch von NATO und von den US-Administrationen aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, ein Stück weit missbrauchen lässt, indem sie dort die ganzen amerikanischen Waffen einlagern auf ihrem Gebiet, um gegen den bösen Russen vorbereitet zu sein. Auch das gehört wieder zur vorherigen Thematik, die wir gerade durchgesprochen hatten. Aber der Weg ist trotz alledem richtig, weil damit die Diskussion eben halt losgeht, dass zensiert wird und damit auch die letzten Schlafschafe zumindest eine Chance haben, die Dinge zu hinterblicken, dass das da so in dieser Form nicht weitergehen kann. Und wir können hoffen, dass das Schule macht und dann größer wird. Nun ist Polen aber Mitglied in der EU und da sieht man das natürlich gar nicht gerne, aber die Polen verhalten sich hier, wie übrigens ja auch, was Zuwanderungszahlen, Migrationszahlen angeht, die sie übernehmen sollen und nicht wollen, selbstbewusst. Staatssekretär Sebastian Kaleta erklärte, dass diese Lösung, also wir sind jetzt hier bei dem neuen Gesetz für Meinungsfreiheit auf den sozialen Medienplattformen. Kaleta erklärte, dass diese Lösung eine deutliche Verbesserung gegenüber den Versuchen von Ländern wie Frankreich und Deutschland darstelle, mit solchen Problemen umzugehen. Er merkte an, dass die Bemühungen dieser Länder primär repressiv seien und sich auf die schnelle Entfernung von Inhalten konzentrierten, anstatt die freie Meinungsäußerung zu schützen. Also richtig offene Kritik an Deutschland und Frankreich.
Weiter eine Pressemitteilung der polnischen Regierung verwies auf den Digital Service Act der EU-Kommission, eine umfassende EU-weite Gesetzgebung, die sich auch auf die Entfernung verbotener Inhalte konzentriert. Man betonte, dass das Gesetz einer der motivierenden Faktoren hinter Warschaus Einführung der neuen Schutzmaßnahmen für Meinungsäußerung im Internet darstellt. In der Erklärung heißt es wörtlich: Polen will seine eigenen Vorschriften erlassen, die das verfassungsmäßige Recht auf freie Meinungsäußerung effektiv verteidigen, sodass im Falle eines Rechtsstreits die Gerichte über eine mögliche Verletzung des Gesetzes entscheiden. Das heißt, sie stellen, wenn ich es richtig verstehe, nationales Recht über EU-Recht. Ja, und das ist auch eine gute Entwicklung. Wer hätte das gedacht, dass Polen für uns mal ein Vorzeigeland sein könnte für freie Meinungsäußerung und für demokratische Strukturen? Denn die Polen haben auch gesagt, die sind ja ziemlich patriotisch, wobei Patriotismus ja immer destruktiv bewertet wird, wobei Patriotismus, das möchte ich noch einmal sagen, die Liebe zur eigenen Heimat bedeutet, die Liebe zum eigenen Land. Und wer die Liebe zu seiner Heimat hat, der hat damit nicht automatisch ein Hass gegenüber anderen Ländern repräsentiert, sondern lediglich die Liebe zu seiner Heimat. Und Patriotismus ist aus meiner Sicht eine wirklich vernünftige Geschichte. Es hat mit militärisch oder mit negativ oder mit destruktiven Strukturen überhaupt nichts zu tun. Nein, ich denke mal, die Polen haben da eben halt eine sehr starke Heimatverbundenheit und haben auch ihren Slotty behalten und sich nicht der Eurozone angeordnet. Und das ist auch eine gute Entwicklung. Aber wir haben ja tatsächlich eine Situation, wie wir sie uns nicht hätten vorstellen können. Wir haben ja in unserem Alter zwei verschiedene Paradigmen gesehen, die in den Wechsel gegangen sind. Zu unserer jugendlichen Zeit war es so, dass man in der westlichen Welt die freien Medien hatte und man hat darüber gelächelt, wie die östlichen Medien, dazu gehörte auch Polen, es geht um die Zeit von vor Lech Wałęsa, also das heißt, das waren eben halt die ganz klar sozialistisch geführten Strukturen, die ganz klar propagandistisch gesteuert wurden. Und heute haben wir genau eine umgekehrte Situation. Wenn wir heute eine Meinungsvielfalt haben wollen, dann muss ich sehen, dass ich irgendwie in die russischen Medien reinkomme und mir dann trotzdem noch meine eigenen Gedanken machen, weil das natürlich auch nicht alles richtig ist, was sie so sagen und auch gefärbt, das ist ganz klar, aber eben halt freier, als es im Westen ist. Und das haben wir mittlerweile auch in Polen. Und die Entwicklung, sich tatsächlich auch national vorzustellen, das sind föderale Strukturen, die hier gerade stattfinden, ist auf jeden Fall vernünftig. Denn die EU ist keine staatliche Institution, sondern eine Organisation, die von Lobbyisten entwickelt wurden und von Nichtregierungsorganisationen gesteuert und damit letztlich die Regierungen steuern. Uwe Steimle hat das ja gesagt, die Regierungen werden von oben gesteuert, während tatsächlich der Kasper wird von unten geführt. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Die Marionette von oben. Die Marionette von oben und der Kasper von unten. Und das sind solche Satiriker oder auch solche, ich sage mal, Menschen, die sich eben halt spaßig darüber auseinandersetzen, die dann eben sagen wie Uwe Steimle. Du meinst die Hofnarren. Die Hofnarren, genau, der Name, der fehlte mir gerade, die dann die Wahrheit sagen können. Und das ist wichtig. Ja, also ich freue mich über solche Meldungen, dass Polen da einen Alleingang wagt. Umso interessanter wird es jetzt, das könnt ihr mal mitchecken, welche Rolle Polen in unseren Mainstream-Medien in Zukunft spielen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mainstreamer das alles so toll finden und da wird dann wahrscheinlich die eine oder andere Kritik laut werden. Bashing könnte sein. So, es gab übrigens auch in Deutschland einen heftigen Cyberangriff auf die Funke Media Gruppe. Ja, und da ist die Thüringer Funke Mediengruppe angegriffen worden. Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung. Die sind heute in sehr dünner Ausgabe erschienen, nämlich ohne Lokalteil. Aber daran sieht man, wie leicht sie diesen Mantel herstellen können. Das zeigt es nämlich gerade wieder ganz deutlich. Also sie sind nicht in der Lage, etwas überhaupt herzustellen inhaltlich, weil die gesamten Server gehackt sind.
Und die Mitarbeiter haben dann aufgrund dieses technischen Hindernisses eine Notausgabe erstellt. Kann mir genau vorstellen, die haben sich einfach an andere Funke-Medienpartner gewendet und haben gesagt, schickt mal eure Texte in die Druckerei, dass wir das wenigstens veröffentlichen können. Anders arbeiten die sonst auch nicht oder viel anders, wollen wir mal einschränken. Und der lokale Teil, der fehlt. Die Polizei hat da die Ermittlungen aufgenommen zu dem Hackerangriffen mit Spezialisten des Landeskriminalamts. Bei der Staatsanwaltschaft habe die Zentrale und Ansprechstelle Cybercrime das Verfahren übernommen. Wann genau der Hackerangriff passierte, war zunächst unklar. Und die haben offenbar die Täter mit spezieller Software Daten auf den Computern der Funke Mediengruppe verschlüsselt und diese damit unbrauchbar gemacht. Und jetzt fordern sie ein Lösegeld. Also das heißt, sie erpressen die Funke Mediengruppe, um dann die verschlüsselten Daten wieder freizugeben. Und das scheint ja offenbar wirklich jetzt des Öfteren zu passieren. Die FDP fordert ja immer Schutz, mehr Schutz gegen solche Cyberkriminellen. Und Andreas, das ist ja dann auch wieder ein Teil der neuen Realität, der neuen künstlichen Intelligenz-Realität. Ja. Das ist entscheidend. Die sind zwei interessante Faktoren, die man ableiten kann. Erstens, dass wenn eine solche Geschichte stattfindet und man keine Zeitung drucken kann, dann wird trotzdem eine Notausgabe gemacht, nämlich pauschal mit allem, was alle anderen auch drucken. Das sind eben halt die politischen und wirtschaftlichen Bewertungen, die wir als veröffentlichte Meinung um die Ohren gehauen bekommen, und zwar pauschal. Das heißt also, kein Journalist für eine Zeitung in einem regionalen Bereich setzt sich hin und macht dort eigene Artikel, sondern da werden nur noch die Todesanzeigen und die privaten Dinge und den Fußballverein und die gesamten örtlichen Gegebenheiten dargestellt. Dafür sind sie noch da. Das ist das Erste, was dabei deutlich wieder herauskommt. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Versagen der künstlichen Intelligenz. Und genau darauf bauen natürlich alle. Und diejenigen, die jetzt die Machtstrukturen in der Hand haben wollen und die Menschen zentral steuern wollen durch Verschmelzung von Verstand und künstlicher Intelligenz, die dürfen nicht vergessen, dass sie als Initiatoren das ganze Ding auch als Boomerang zurückbekommen können. Und das wird hier ganz klar. Das heißt, diejenigen, die wollen, dass alles auf elektronischer Ebene läuft, müssen wissen, im Falle eines Blackouts oder im Falle von Cyberangriffen können sie genauso dabei gegen die Wand gefahren werden. Und das ist natürlich die gute Nachricht an der ganzen Geschichte. Und die könnte auch dazu führen, dass einige wenige Spezialisten, die sich im Widerstand vielleicht in irgendeiner mexikanischen Würfelbude befinden und haben dort einen aufgeklappten Laptop und sind in der Lage, damit sich in die größten Rechner reinzuhacken und da Schwierigkeiten zu machen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich möchte übrigens ganz kurz mal nachtragen noch zu Polen. Ich habe mir das doch dann noch mal näher angesehen. Der Premier Polens, der gehört eben, ist also nah an der PIS, das ist eine politische Partei, die ist gemäßigt EU-skeptisch, nationalkonservativ, christdemokratisch. Das nur als kleiner Nachteil. Ja gut, wenn da das Wort Christ schon drin steht, dann ist es natürlich wieder ein Instrument zum Bashen von der westlichen Welt. Andreas, ein Thema, das du hier schon länger in den Kanal gebracht hast, das jetzt aber von höchster Stelle bestätigt wird. Der Vorstandschef des Allianz-Konzerns Oliver Bäte hat angesichts der anhaltenden Niedrigzinspolitik vor Pleiten deutscher Lebensversicherer gewarnt. Wörtlich sagt der Mann, ich rechne gerade angesichts der massiven Verwerfungen damit, dass ein paar Wettbewerber, die nicht gut gewirtschaftet haben, ausscheiden. Das hat er gegenüber dem Handelsblatt gesagt. Zur Marktwirtschaft gehöre das Ausscheiden von Unternehmen, die den Markt nicht schafften. Das müsse es auch bei Finanzdienstleistern geben. Das ist natürlich ein ziemlich arrogantes Verhalten zu sagen, dass die nicht sauber gewirtschaftet haben. Nein, das ist ein systemisches Problem. Und an der Stelle dürfen wir uns tatsächlich mal auf die Schulter klopfen. Das ist natürlich nicht ernst gemeint, aber die Situation ist sehr ernst. Aber das Erkennen
dieses Pleitepotenzial übrigens von nicht nur einigen wenigen Lebensversicherungen, sondern von allen Lebensversicherungen. Ich wiederhole, alle Lebensversicherungen sind extrem von einer Pleite bedroht. Und ich glaube, dass man es nur dann aushalten kann, dass man das umgeht, indem man mit staatlichen Zuschüssen, sprich auf Kosten der Steuerzahler, da wieder irgendwelche Interventionen durchführt. Das ist das Problem. Nein, die Lebensversicherungen haben ausgedient, das Spiel ist aus. Es gibt immer noch Menschen, die so etwas abschließen. Es gibt immer noch Menschen, die auch daran glauben, dass es sich irgendwann wieder erholt. Es ist eigentlich auszuschließen, denn die Zinsen können sich nicht erhöhen, es sei denn durch eine Hyperinflation. Dann ist es aber auch die Kernschmelze des Finanzsystems insgesamt und damit sind die gesamten Assets der Lebensversicherung mit einem Schlag in Konkurs. Da liegt keine Zukunft. Ich möchte nochmal hinweisen auf meinen Podcast zum Thema Lebensversicherung und Finanzen. Ich werde in Kürze wieder irgendetwas machen, auch zu diesen Bereichen, auch zu anderen Bereichen und Lebensversicherungen sollten raus. Ja, ganz kurz, es hatte vorhin auch wieder jemand angefragt, wo man diese Podcasts findet. Das ist Hashtag, also diese Raute. Und dann? Oh, da steht da, glaube ich, Hashtag Andreas Popp Finanzen was tun oder was nun? Oder Finanzfragen was tun oder was nun? Nochmal, Hashtag Andreas Popp Finanzfragen was tun? Und dann müssten sich die Dinge aufpoppen oben eben unter der Suchleiste. Genau, es poppt dann auf. Es poppt dann auf in unserem Kanal Eva Herrmann offiziell. Ja, aber trotzdem, dieser Herr Bethe Andreas, vermittelt hier den Eindruck, dass viele andere ganz schlecht gewirtschaftet haben, aber die Allianz das Zukunftsmodell sei. Er sagt also, unsere Fähigkeit zu investieren geht systematisch nach unten. Deutschland brauche mehr Fiskalpolitik, mehr Innovation, mehr Reform und müsse in Bildung investieren, damit langfristiges Wachstum erzeugt wird, statt permanent Geld zu verteilen, das wir unseren Kindern stehlen. Die Gesellschaft werde systematisch belogen, was die Folgekosten der Niedrigzinsen betreffe. Und ist man denn bei der Allianz vielleicht doch sicher? Nein, man ist hier auf der Seite natürlich ganz interessant deshalb, weil die großen Versorgungswerke von speziellen Unternehmensgruppen, Ärzte zum Beispiel, Steuerberater, die laufen letztendlich über den Allianz-Konzern. Dadurch, dass wir aber die Allianz als ein Versicherungsunternehmen sehen, und das ist es nicht, es sind sogenannte Kompositversicherer. Kompositversicherer bedeutet, dass die Versicherungen in Sparten sich aufteilen. Und wenn die eben halt einen Sachversicherungsteil haben, einen Personenversicherungsteil haben, einen technischen Versicherungsteil haben beispielsweise, dann sind das separate Gesellschaften. Das heißt, wenn die eine Konkurs geht, ist die Allianz noch lange nicht Konkurs. Und ich denke gerade, was die großen Versorgungswerke von bestimmten Berufsgruppen anbelangt, dass sie glauben, dass sie länger durchhalten. Ich glaube nicht, dass sie auch am Konkurs vorbeirutschen können, aber sie glauben too big to fail. Ich denke ganz einfach, dass selbst die großen Konzernchefs wie von einer Allianz die Brisanz der momentanen Umstrukturierung des Great Resets nicht verstanden haben. Volkswagen hat es jetzt schon hinter sich. Die wissen, dass es langsam eng wird. Die großen Automobilkonzerne, andere große Stahlkonzerne, ThyssenKrupp und so weiter, die wissen mittlerweile, dass sie aufgegeben wurden. Selbst die sogenannten Blue Chips, die man nannte, wie RWE und die großen anderen, Energiekonzerne und so weiter, die werden momentan fallen gelassen. Ich glaube, die Allianz ist da vielleicht noch momentan auf einem relativ hohen Ross unterwegs, weil da aus der Geschichte heraus auch eine gewisse Arroganz entstehen kann und die ist offenbar da, dass man sagt, uns kann schon nichts passieren, denn wir sind ja die Großen, uns kann man nicht fallen lassen und ich glaube, da irrt man sich. Ja, Klaus Schwab in seinem Great Reset gibt ja da großen Einblick. Also wer wissen will, was geplant ist, wie dieser große Umbruch aussieht, der lernt sehr schnell, dass die gesamte Wirtschaft an die Wand gefahren werden soll. Jedenfalls, wenn es nach diesen Plänen geht. Das ist übrigens der Unterschied zwischen Verschwörungstheorie, dass man sagt, oh, da hat jemand gehört, dass so und so was sein sollte, und einem Klaus Schwab als Gründer des WEF, der vollkommen selbstbewusst dieses Buch Der große Umbruch veröffentlicht hat, in dem die Pläne dargestellt werden. Und du hast vollkommen recht, es macht Sinn, immer wieder darüber zu sprechen, gerade auch wir hier im Podcast, damit auch
Leute aus solchen Versicherungsgewerken genauer hinschauen, was betrifft mich das? Ja, die Ökonomie wird jetzt im Prinzip konzentriert. Das sehen wir. Die Wirtschaft wird ja nicht insgesamt zerstört, sondern die Garanten unserer Wirtschaftsordnung werden zerstört. Und das ist der Mittelstand. Das sind die wichtigsten Strukturen, die ein menschenwürdiges Dasein ausmachen. Und genau diese mittelständischen Betriebe werden zerstört und werden damit sturmreif geschossen. Ich denke an die vielen Unterstützungen, die von staatlicher Seite für Unternehmen reingefahren werden, und viele haben noch gar nicht erkannt, dass diese Unterstützung im Rahmen dieser Covid-19-Krise wieder zurückgezahlt werden müssen, weil nämlich diese Mechanismen, die dahinter stehen, wann man überhaupt berechtigt ist, diese Dinge zu bekommen, von vielen, selbst von den Steuerberatern und von Wirtschaftsberatern, überhaupt nicht verstanden werden und auch nach Belieben nochmal nachjustiert werden von einer Periode in die andere. Und viele Menschen, die jetzt Gelder bekommen, gerade kleine und mittelständische Betriebe, die glauben, okay, damit kann ich vielleicht noch ein bisschen überleben, die ihr gesamtes privates Kapital dort reinblasen und dabei finanziell selbst auch auf der Strecke bleiben. Und plötzlich heißt es, und jetzt müssen die Hilfen sogar wieder zurückgezahlt werden, dann bedeutet das, dass die großen Konzerne kommen, wie die Aasgeier, die schon kreisen über die ganzen kleinen Unternehmen und die Läden dann mehr oder weniger aufkaufen, vereinheimsen und dann vielleicht eben halt auch du paar Filetstücke rausnehmen. Aber was passiert mit den Menschen, die dort beschäftigt sind und auch mit den Eigentümern, die das Unternehmen mit Herzblut geführt haben? Das ist das, und das ist keine Verschwörungstheorie. Ja, du hast es vorhin erwähnt, Stahlindustrie, da gibt es auch neue Meldungen. Die deutschen Stahlverarbeiter klagen über Nachschubprobleme. Nicht nur bei zusätzlich bestellten Stahlmengen gäbe es Lieferzeiten von mehreren Monaten, so der Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung am Montag. Auch bei schon geschlossenen Verträgen komme es zu Verzögerungen und verringerten Zuteilungen. Die Beschaffungskosten seien deshalb stark gestiegen. Während zunächst vor allem Flachstahl betroffen gewesen sei, breite sich das Problem nun auch auf Produkte wie Walzdraht und auf Spezialstähle aus. Mittlerweile, so heißt es, machen sich Verarbeiter in allen Segmenten große Sorgen um ihre Lieferfähigkeit in den kommenden Monaten, so Christian Fiedmeier als Hauptgeschäftsführer der Stahlindustrie. Während die Produktion vieler Stahlverarbeiter seit dem Sommer unerwartet kräftig zugelegt habe, ziehe die Stahlerzeugung nur zögerlich nach. Zwar fährt die Produktion, also die Stahlindustrie, ihre Produktion nach dem starken Rückgang im Frühjahr und Sommer wieder hoch. Oktober, November lag die Produktion über der im Vorjahreszeitraum. Aber mit rund 3,3 Millionen Tonnen erreichte sie in etwa wieder das Niveau vom Frühjahr. Deutschland ist der größte Stahlerzeuger in der EU und ist jetzt in schweren Gewässern. Ja, man muss sich jetzt natürlich mal fragen, wo die Stahlnachfrage herkommt. Und einer der ganz großen Player für den Stahlverbraucher ist die Rüstungsindustrie. An der Stelle könnte man vielleicht daraus lernen und sagen, wir produzieren einfach ein paar weniger Waffen. Denn wenn da mal so gesprochen wird nebenbei von Spezialstahl, muss man immer fragen, wofür das eigentlich verwandt wird. Und die Rüstungsindustrie ist einer der größten Abnehmer. Wir dürfen nicht vergessen, das, was wir mit der Wirtschaft bezeichnen, oft mit destruktiven Maßnahmen zu tun hat. Über 50% aller Wissenschaftler, aller Naturwissenschaftler sind direkt oder indirekt in der Rüstungsindustrie beschäftigt, weltweit. Dass das nicht richtig ist, das merkt jeder, der das verstanden hat, was das für Zahlen sind, die ich hier gerade nenne. Und wir haben jetzt eine Situation, die wir fragen müssen, wofür brauchen wir den Stahl? Es gibt natürlich noch sehr viel Altstahl. Wir müssen davon ausgehen, dass die gesamte Weltwirtschaft sich verändern wird und damit auch die großen Cruiser, die großen Schiffe, die durch die Gegend gefahren sind, diese Kreuzfahrten der Vergangenheit angehören werden. Da liegen natürlich auch noch massive Stahlkomponenten noch in den Wassern, die natürlich dann letztendlich wieder auseinandergenommen werden und durch Recyceln die Schiffe, zum Teil neu gebaute Schiffe, wieder recycelt und auseinandergenommen werden. Also Stahl ist noch genügend da. Ich glaube, das sind vorübergehende Situationen. Wir sollten einfach daraus lernen, die Rüstung runterzufahren an der Stelle.
Was denn mit den Schiffen? Jetzt müssen doch Kreuzfahrtschiffe und sowas nicht mehr gebaut werden. Nein, die werden natürlich auch nicht mehr gebaut. Das ist natürlich ein Markt, der tot ist. Im Gegenteil, es gibt natürlich Gebiete in Taiwan zum Beispiel, wo die alten Schiffe dann wieder entsprechend umgebaut werden. Das heißt also, da werden die Schiffe hingefahren und werden dort abgewrackt. Das ist eine Riesenarbeit mit Schweißgeräten, so wie man die Dinger gebaut hat, werden die ganzen Stahlteile und die ganzen Rohstoffe dort wieder entnommen und wieder dem Kreislauf zugeführt. Und das ist auch vernünftig. Du hast gerade gesagt, liegt brach. Es gibt eine Meldung, wo alles brach liegt, und zwar auf der deutschen Lieblingsurlaubsinsel Mallorca. Das Mallorca-Magazin hat veröffentlicht, dass die Tourismuskrise in Spanien die Balearen besonders hart trifft. Also dort lebt man eigentlich fast ausschließlich von ausländischen Gästen und die bleiben jetzt weg. Und inzwischen seien viele Inselbewohner auf Lebensmittelspenden angewiesen. Und hier heißt es in dem Artikel, gespenstisch still ist es in der Wintersaison. Nur ein paar Urlauber verlieren sich zwischen den verrammelten Strandbuden. Und der Lockdown, der zweite Lockdown jetzt, hat dafür gesorgt, dass viele, die zum Überwintern gekommen sind, nicht mehr kommen können und auch nicht kommen wollen. 13 Milliarden Euro Einnahmen sind der Insel dieses Jahr entgangen. Das schätzt der Touristikverband. An die 600.000 Menschen haben ihren Job verloren oder sind in Kurzarbeit. Viele von ihnen haben kaum Reserven, sind finanziell auf Null, heißt es hier. Ohne Lebensmittelspenden kämen sie nicht mehr über die Runden. Und da wird das Beispiel eines Vaters von drei Kindern genannt, der mal hier, mal da gearbeitet habe, als Gärtner, als Maurer, als Handwerker. Er bekommt im Moment weder Sozialhilfe noch irgendeine staatliche Unterstützung. Ein gemeinnütziger Verein, Tador heißt, der hilft ihm mit Kleidung und Lebensmitteln, sonst hätten wir nichts, sagt er. Und zwar habe es immer auch in Teilen Armut auf Mallorca gegeben, aber das, was jetzt passiert, das sprengt alle Vorstellungskraft, die man je gehabt habe. Die Nachfrage hat sich bis zu vervierfacht, sagt der Leiter einer Essensausgabe. Er lobt die deutsche Community auf Mallorca, die, die hier leben und vielleicht selbst ein Geschäft oder Gastronomiebetrieb haben, die haben einen wachen Blick auf das, was sich hier gerade abspielt und sind sehr solidarisch. Sie helfen gern, aber man braucht viele Spenden. Mittlerweile hat der Mann schon eine Warteliste, also dieser Mann von der Essensausgabe, eine Warteliste für die Bedürftigen. Die Lebensmittel reichen hinten und vorne nicht aus. Die Freiwilligen, die in der Küche arbeiten, sind schockiert, wie viele Menschen plötzlich Hilfe brauchen. Vor allem welche. Das seien nicht mehr nur Obdachlose, sondern das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Die haben einfach nur ihre Arbeit verloren. Ja, es ist natürlich wirklich erschütternd, wenn man so etwas hört. Die Insel der Reichen und Schönen, das ist natürlich wirklich so, dass die Gebiete, die vom Tourismus sehr stark abhängig sind, denken wir auch an die Kanarischen Inseln, die haben ja dasselbe Problem. Man redet einfach zu wenig darüber und die Medien überschlagen sich, immer wieder neue vermeintliche Covid-Tote zu melden, die eben nur mit und nicht an Covid gestorben sind, nämlich überfahren werden von einem Auto, aber als Covid-Tote eben halt verbucht werden, anstatt sich um die Probleme und Belange der Menschen zu kümmern, die da so von betroffen sind. Wir sind hier übrigens auf Cape Breton ja auch nicht völlig unbetroffen. Jetzt haben wir hier das große Glück, dass diese Insel zwar auch stark vom Tourismus mit abhängig ist, zumindest ist das ein wichtiger Bereich, stark kann man nicht sagen, aber zumindest ein wesentlicher Bereich, ein wachsender Bereich. Und viele sind auch hier davon betroffen und das ist schwierig. Und wir merken das, dass die Menschen, die eben halt in dem Bereich der Touristik tätig waren, jetzt anfangen, sich mit ihrem eigenen Ackerbau beschäftigen und sich ihre eigenen Essensvorräte anzulegen. Das funktioniert übrigens ganz gut. Man sieht ja plötzlich überall kleine Weiden vor Privathäusern, wo Schweine und Kühe rumlaufen und so weiter. Das ist schon sehr spannend, wie man hier damit umgeht. Denn das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, nämlich, dass die Lieferketten langsam auch mal schwierig werden. Und deshalb ist es so wichtig, sich vorzubereiten. Denn überall entstehen natürlich diese Probleme. In Deutschland, wenn wir die Tafeln sehen, aber auch hier muss man sagen. Auch hier gibt es eine Foodbank. Wir unterstützen hier zum Beispiel auch die Foodbank. Das ist eben halt eine Tafel, die es auch hier gibt von Menschen, die zum Beispiel durchs Raster gefallen sind. Das ist mittlerweile ein Weltphänomen und keiner ist davon ausgeschlossen.
Ja, jetzt kommen wir noch mal zu deinem Lieblingsthema, nämlich die Mikrobe, Andreas. Haben wir ja heute noch gar nicht gehabt, aber die Mikrobe wird ja sozusagen auch von Klaus Schwab für den Great Reset dargestellt, weil man sagt, ja, also das wird unweigerlich dazu führen, dass alles in Dutt geht. Und das sehen wir jetzt am Beispiel Mallorca, Stahl und so weiter. Wir bringen ja hier immer das eine oder andere Argument. Während Big Pharma sich jetzt kloppt um die Milliarden, was die Impfstoffherstellung angeht, also es sind ja Dimensionen, da gibt es zum Beispiel von BioNTech den Erfinder des Impfstoffs, Ugur Sahin heißt er, der mit seiner Frau diesen Impfstoff entwickelt hat, den jetzt natürlich auch die Bundesregierung und die EU und so weiter geordert haben. Und er ist innerhalb von kürzester Zeit zum Milliardär avanciert. Das haben auch die Massenmedien in deutscher Sprache ganz stolz berichtet. Ja, aber immer mehr Stimmen mehren sich, und zwar der Experten, die kritisch darauf blicken, was dieser Impfstoff wirklich ist und auch auslösen könnte. Und der Lungenfacharzt Wolfgang Wodak, bei den Mainstreamern längst in Ungnade gefallen, weil er allzu kritisch immer wieder warnt und mahnt, und auch Professor Stefan Hockerts, viele andere, also Wodak hatte ja schon vor längerem gewarnt, dass der Impfstoff eventuell unfruchtbar machen könnte. Und jetzt habe ich eine sehr erstaunliche Meldung erblickt und entdeckt von Future Zone. Future Zone steht überhaupt nicht im Verdacht, nicht Mainstream zu sein. Also die berichten über alle technischen Errungenschaften der künstlichen Intelligenz völlig begeistert. Und die aber haben jetzt doch tatsächlich einen Bericht veröffentlicht, wo eben auch Zweifel sich nähren, was die Gesundheit angeht, derjenigen, die sich impfen lassen. Und zwar Themenschwerpunkt Unfruchtbarkeit. Da heißt es, hat der Coronavirus-Impfstoff Nebenwirkungen für die Fruchtbarkeit? Heiß diskutiert in diesen Tagen, während die ersten größeren Impfserien in verschiedenen Ländern der Welt Form annehmen, ist die Frage im Internet, ob das neue Vakzin gegen das neuartige Covid-19 eine unschöne Nebenwirkung hat. Dabei wird viel mit Halbwissen und auch Unwahrheiten hantiert, wie so oft im schnellen Tempo der digitalen Kanäle. Demnach soll der neue Impfstoff zur Unfruchtbarkeit von Frauen und/oder Männern führen. Dr. Gregory Huhn, ein Arzt, der im Coronavirus-Trakt vom Cook County Health Chicago, Illinois, arbeitet, stellt klar, dass es hierfür keine Anzeichen gäbe. Dennoch gäbe es zu diesem Zeitpunkt noch so wenige Daten hierzu, dass man nicht definitiv sagen könne, ob der Impfstoff nicht doch zu Unfruchtbarkeit führen könnte. Die Frage über die Nebenwirkungen des neuen Vakzins kam auf, weil in den ersten Impfstoffversuchen schwangere Frauen und die, die eine Schwangerschaft in nächster Zeit planten, außen vor gelassen wurde. Generell, so die Ärzte aus dem Krankenhaus in Chicago, solle man, wenn möglich, Männer und Frauen, die eine Schwangerschaft planen, beim Verabreichen der Coronavirus-Impfstoffe nicht einbeziehen. Denn auch wenn man keine Beispiele dafür hätte, dass das Vakzin zur Unfruchtbarkeit führt, sollte man sicher gehen und nichts riskieren. Es ist irre, wenn man hier hört, dass eigentlich keiner wirklich weiß, was sie da gerade machen. Das heißt, hier wird ein Impfstoff irgendwie, das ist wirklich so ein völliges Blind Date, mit dem man konfrontiert wird. Und da bekommt man dann irgendein Zeug in den Arm gespritzt und das geht in irgendeine Zelle. Die Zelle fängt dann an, in irgendeiner Form Eigenaktivitäten zu entwickeln, die nicht ihrer Natur entspricht, sondern die dem Impfstoff entspricht. Das heißt, ein genetischer Effekt auf Basis von Genetik, zumindest ein Effekt, der eintritt. Und niemand weiß, wozu das eigentlich führt. Bis hin zur Unfruchtbarkeit, eventuell zu schweren Krankheiten. Wir wissen nicht, ob es Narkolepsie auslösen kann, Krebs oder sonstige Dinge. Man weiß es nicht. Wir warten einfach mal ab. Wir spritzen sie einfach mal. Interessant ist, dass wenn die Experten gefragt werden, dass sie dann durchaus sehr vorsichtig und sagen, na ja, gut, okay, die absolute Sicherheit gibt es nicht. Und deshalb stellt sich auch die Frage für mich, und ich glaube, die ist zu beantworten, sollte es zu gigantischen
gigantischen Folgeschäden kommen, wird der impfende Arzt aus meiner Sicht vermutlich persönlich haftbar sein, weil er tatsächlich zur Aufklärung verpflichtet ist. Und diese Aufklärung findet heute schon nicht wirklich statt, weil ein Arzt nur dann diese Aufklärungsgespräche bezahlt bekommt, wenn eine Impfung auch dann stattfindet. Wenn er also quasi eine Aufklärung macht und der Patient sagt dann, okay, ich bin jetzt aufgeklärt, vielen Dank, Herr Doktor, aber aus diesem Grunde möchte ich mich jetzt nicht impfen lassen, weil ich das eben halt nicht für mich als vernünftig sehe, das müsste er für sich ja entscheiden dürfen, dann bedeutet das eben, dass der Arzt dann kein Geld dafür bekommt von der Krankenkasse oder von der privaten Krankenversicherung wahrscheinlich auch. Also das ist schon eine ziemlich harte Geschichte, also eine tendenziöse Abrichtung und das hat natürlich gewaltige Konsequenzen. Ja, also wir werden das weiter beobachten und diese Mikrobe macht ja irgendwie auch was mit den Gehirnen unserer Politiker. Also ich bin inzwischen fast der Meinung, irgendjemand sagte mal, die Mikrobe greift das Gehirn an. Also bei einer gewissen Berufsspezies könnte ich persönlich, und das ist nur meine Meinung, es fast vorstellen, wenn ich hier lese, was Armin Laschet sagt, der Regierungschef Nordrhein-Westfalens, dessen Sohn ja dafür gesorgt hat, dass Nordrhein-Westfalen Kittel und so weiter und Masken bei der Nobelfirma, Modefirma Van Laak bestellt. Diese ganzen Kittel, über 40.000, glaube ich, sind jetzt wieder aussortiert worden, weil sie nichts taugen. Das war Laschet nicht auch ein Nachfolger von Karl dem Großen, dem Sachsenschlechter? Ich glaube, der wusste gar nicht, was der war so richtig in der Geschichte. Aber wichtig war eine große Person und er sagte doch, er wäre in direkter familiärer Linie, ne? Also er hat es gesagt, er hat es behauptet und ganz ehrlich, würde ich in dieser direkten Linie sein, dann würde ich entweder versuchen, es zu verschweigen, wenn es möglich wäre, oder ich würde mich der Sache stellen und sagen, aber ich denke anders. Ja, es sei denn, man hat kein Geschichtsverständnis und glaubt, man ist dann was ganz Tolles, wenn man auf so eine Geschichte zurückblicken darf. Ja, also und dieser Herr Laschet, der warnt jetzt davor, der sagt, also er geht selber auch nicht in die Kirche, weil ja so viele Aerosole darum schwirren, wenn man singt. Und er sagt, gerade die Worte wie stille Nacht oder O du Fröhliche seien hochinfektiös und deswegen gehe er also nicht in die Kirche und rate auch allen anderen, bitte die Platzreservierungen für Gottesdienste zurückzugeben. Also in einem Land, in dem Fahrradfahrer durch einen Waldweg fahren und haben eine Maske auf, da wundert mich nun wirklich gar nichts mehr, dass auch sowas erzählt wird. Er hat das bei einer Pressekonferenz gesagt und dieses Urbild oder typische Urbild eines Christenmenschen, wie das bei Philosophia Perennis hier dargestellt wurde, die haben diesen Artikel veröffentlicht, da heißt es am Ende, zum Ende der Pressekonferenz kam dann noch die Frage auf, welchen Ausgang der Vorsitzendenwahl im Januar er erwarte. Den verblüfften Journalisten teilte Armin Laschet daraufhin mit, dass immer mehr Menschen sich wünschten, dass die Nachfolge von Angela Merkel, der deutschen Bundeskanzlerin, am besten die sei, die exakt die gleiche Politik mache. Das sei also der Wunsch vieler Menschen und dass man auch so denke wie die Kanzlerin. Und deswegen sei er zuversichtlich, dass mit Jens Spahn an seiner Seite sowohl die CDU als auch Deutschland in eine gute Zukunft geführt werden könnten. Was soll man dazu sagen? Kein Kommentar. Ja, und das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Nein, nicht ganz, nicht ganz. Es ist im Internet ein Titelblatt des Stern kursiert als Ausgabe Nummer 52, also jetzt aktuell die letzte Ausgabe dieses Jahres. Und das ist mir mehrfach auch zugeschickt worden und ich habe immer gesagt, das muss ein Fake sein. Also dann habe ich selber geschaut und in der Tat gibt es einen anderen Titel auch noch, der geführt wird. Aber dieser Titel ist ein Sterntitel und zwar sieht man das Bild, also wirklich ein sehr schönes Bild von Bethlehem, das neugeborene Gotteskind. Man sieht die Engel oben jubilieren, man sieht unten Maria, die das Baby im Arm hat. Man sieht die Hirten rundherum und man sieht, und Josef, und man sieht einen der sogenannten heiligen drei Könige, der mit einer überdimensionierten Vaccin-Impfdosisflasche im Arm, die ist größer als sein Oberkörper, sich dem
Gottes Kind zu Füßen legt. Und der Titel dieser Sterntitelseite heißt Ein Akt der Nächstenliebe. Impfen, was Sie darüber wissen müssen. Ja, also man merkt, es ist Endzeit. Und zwar nicht nur für den Spiegel, sondern offenbar für den Stern. Das war ein freudscher Versprecher. Also nicht nur für den Stern, sondern eben offenbar tatsächlich für Moral, Ethik, Anstand, Rückgrat. Denn mit einer Blasphemie, also das ist natürlich die oberste Form tatsächlich auch der Propaganda, die jetzt hier gemacht wird, indem man tatsächlich solche, ich sage mal, gottesverachtenden Mechanismen einführt und auf ein Titelblatt bringt. Und eigentlich ist es so, dass einem da keine Worte mehr zu einfallen, außer Endzeit. Es ist unfassbar. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das, was mir dazu einfällt. Richtig, aber sie lassen natürlich das Systemgebäude damit auch einstürzen, denn es wird immer deutlicher. Und das System muss ja einstürzen, damit das Neue folgen kann. Und aus diesem Grunde dient das Dunkle dem Licht, ohne es zu wissen. Weshalb wir ja auch so förderlich aufgestellt sind im Innern. Ja, es ist einfach wichtig, dass darüber sprechen wir immer wieder. Bleibt in eurer Mitte, bleibt mit dem Licht verbunden, geht ins Gebet, verbindet euch mit dem Schöpfer, verbindet euch mit dem Guten, mit dem Hohen, mit dem Edlen. Es ist das Einzige, was für die Zukunft Bestand haben wird. All das, worüber wir leider auch heute wieder berichten mussten. Ich würde lieber über andere Dinge berichten, aber ihr sollt auf dem Laufenden sein, was ihr hier gerade durchschreitet. Man soll einfach auch sehenden Auges durch diese Situation hindurchgehen. Und es gibt nur eine Lösung, das ist das richtige Lichte. Es sind die Schöpfungsgesetze, über die wir hier immer wieder sprechen. Und die beinhalten auch, dass wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ihr müsst alles ändern, sondern dass wir bei uns höchstpersönlich beginnen und uns wirklich einer ganz strengen Prüfung unterziehen vor unseren eigenen Augen. Sind wir wirklich friedlich? Sind wir wirklich konstruktiv? Sind wir freundlich? Üben wir wirklich Nächstenliebe unserem Nächsten gegenüber? Haben wir wirklich keine inneren Muster, mit denen wir anderer Menschen Leben beschweren? Diese Fragen sollten wir uns beantworten. Und wenn da irgendwelche mit der Antwort, ja doch, leider, beschienen werden, dann sollten wir uns an die Arbeit machen, an uns arbeiten. Wie wir da vorwärts kommen, das zeigen immer wieder die wunderbaren Kapitel in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit. Hier bekommen wir das Wissen über die Schöpfungsgesetze, wie wir sie wirklich erkennen sollen, um uns zu entwickeln und richtig zu stehen. Und da immer wieder bitte der Hinweis, lest sie chronologisch, denn es handelt sich um aufbauendes Wissen. Und wir beide verabschieden uns jetzt erstmal, Andreas, denn es ist morgen Weihnachten, Heiligabend, das offizielle Datum, an dem Christus geboren sein soll. Und wir werden uns aber, wir haben das vorhin besprochen, ich hatte dafür plädiert, wir machen Weihnachtspause. Andreas hat gesagt, du kannst sie doch nicht alleine lassen in diesem Wust von Informationen. Also das heißt, wir melden uns an gewohnter Stelle Freitag wieder. Ja, das Wort Gebet heißt übrigens gebet. Und das ist das Gegenteil von fordert. Also daran denkt bitte, wenn ihr etwas Gutes in den Äther hinein gibt, also das Gebet, ihr gebt etwas hinein, dann kommt es auch wieder zurück. Und in diesem Sinne auch von mir alles Liebe. Die Sonne scheint jetzt wirklich ganz groß vom Himmel und es ist wunderschön hier gerade, wie das ganze Land hier eingetaucht ist in dem goldenen Licht. Und wir werden heute und auch morgen im Abendgebet eine Weihnachtsgeschichte lesen. Oh ja, eine Weihnachtsgeschichte. Ja, freust dich schon. Ich freue mich. Alles Liebe. Ciao, ciao. Ciao.